Moin Moin und Servus, willkommen zurück hier in Geiselsberg. Wir sind unterwegs mit dem Keiler 2 Kartoffelerntemaschine zum Kartoffelfeld, was wir in der letzten Folge ja angesprochen haben. Da ist das Ding, ist gar nicht, na, das hätte ich aber wissen müssen. Da bin ich doch vorhin schon gegen gefahren. So, was ich sagen wollte, das Ding ist gar nicht mal so klein. Ich hoffe, das wird gleich funktionieren. Auf dem Feld und auch vor allen Dingen mit dem Trecker. Das Gerät habe ich noch selber noch gar nicht benutzt. Ich hoffe mal, das taugt auch was. Kommen wir überhaupt rum? Na, hapert nämlich schon. So, jetzt aber. Der lenkt hinten mit, ne? Ja, hervorragend. So. Können wir schon mal ausklappen? Oh, es klappt aber groß auf. Na, warten wir mal einen Moment. Jetzt, wenn wir es machen. So. Ja. Da ist unser Cosplay-Fahrer am Flügen. Wir werden auch einmal hier durch das Feld fahren. Für unseres ist ja noch nichts drauf. So, wie läuft das Ganze jetzt hier? Erntemaschine senken und BS anmachen wie immer, ne? Alles klar. Volle Fahrt voraus. So. Okay. Wir probieren mal unser Glück mit Cosplay. Kurs generieren. Feld 21. Vorgewende machen wir mal 10 Stück, hätte ich gesagt. Da lassen wir mal auf weich. Weiß nicht, ob das so funktioniert. Und 2 Meter Versatz, ja. Start. Jetzt sieht's gut aus, hätte ich gesagt. Gucken wir uns mal kurz an das Ganze. Ja. Aber bei der Breite der Aufnahme ist natürlich, ja, halbe Stunde, ihr seht es unten, 25 Minuten besser gesagt. Wir gucken mal, ob er die erste Runde schafft. Oder ob er da schon hakt. Ja, das hat schon mal nicht geklappt. Wie weit? Da müssen wir mal selber kurz ein bisschen helfen hier. So. Wir können ja auch mal die Hilfslinien einmachen. So, da wäre sein Kurs. Wenn er so fährt, kommt er dann. Ah, kommt er natürlich nicht rum. Ah, oh, jetzt hänge ich hier fest. Das war zu erwarten. Hapert hier leider ein bisschen, aber es ist egal, dass wir hier den Schwund haben. So, Abfahrer wieder einstellen. Schauen. Zweite Runde. Ob es besser wird. Aber die erste Runde ist immer nicht so optimal. Da kann man nichts machen. Ich glaube, der andere ist auch gleich fertig. Ja, der hat die letzte Bahn. Den Flug können wir dann auch, ja, nehmen wir mit, können wir auch hier lassen. Weil wir das Feld 20 ja auch noch später flügen müssen. Ein paar Stellen hat er übergelassen, da müssen wir gleich noch ein bisschen nacharbeiten, glaube ich. So. Ah, jetzt kommt da noch der Gulli. Eieiei. Schafft er das? Fährt er voll drauf zu? Vermute nicht. Richtig. Das heißt, Abfahrer entlassen.
und einmal selber um die Kurve fahren. Klappt das? Ah, jetzt bleibt er hinten hängen. Mit dem Schild da. Rücksetzen und rum um die Kurve. Switchen wir mal einmal schnell rüber zu dem Glas. Abfahrer entlassen. So. Hier fehlt noch ein Stück, das werden wir mal gerade selber manuell nachflügen. Und dann gucken wir mal, da hinten war noch ein Glück, habe ich gesehen, was Kursplan nicht so mitgenommen hat. Ja, die Ecken hat er manchmal nicht so. Da werden wir selber gerade. Ah, und der Fendt ist schon wieder hängen geblieben. Ja, das ist die eine Kurve da, die macht Probleme. Wir machen das gerade mal zu Ende hier. So, den Flug werden wir hier stehen lassen. Dann springen wir nochmal in den Fendt. Da ist er. Abfahrer entlassen. Weiter geht's. Müsste jetzt aber hinhauen, oder? Macht der Probleme weiterhin. Prozent auch erst voll. Nicht viel. Kartoffeln, was bringt Kartoffeln überhaupt? Wo haben wir sie? Da haben wir Kartoffeln. 321 beim Landhandel. Der Landhandel ist wo? Der ist hier oben mittig irgendwo gewesen, ne? Da. Alles klar. Ja. Ich glaube, dann nehmen wir den flachen Anhänger lieber zu, den wir haben. Gucken wir mal. Ich glaube, da gehen knapp 12.000 rein oder 11.000 noch was. Meine ich so in Erinnerung zu haben. Ja. Ballen sammeln müssen wir. Silageballen aufladen. War der Plan. Ist die Frage, ob wir das wirklich alles manuell machen oder ob wir uns einen automatischen Ballensammler holen. Müssen wir gleich mal, wenn wir auf dem Hof angekommen sind, gucken, was der kostet, gemietet. Obwohl ich ein bisschen geizig momentan bin, muss ich sagen, nicht, dass wir schon das ganze Geld wieder verpulvern. Das ist Einnahme und Ausgaben fast gleich. Das wollte ich eigentlich nicht. Du, einfach möchte ich es auch nicht haben. So. Gleich sind wir wieder auf dem Hof. Noch gibt es keine Fehlermeldung, dass der Kartoffelernter hängen geblieben ist. Hätte ich es mal nicht gesagt, da steht es durch den Reifen. Oh, ist wieder weg. Hat das selber geschafft? Sieht so aus. Dann lassen wir das jetzt mal so laufen. Da ist der Fliegelanhänger, den ich meine, den wir nehmen. Die Frage. Ich glaube, wir fahren schon einmal hin, einmal abtanken und dann fahren wir auch rüber Ballen sammeln. So, wahrscheinlich, habe ich gar nicht geguckt, müssen die Felder auch vielleicht gekalkt werden. Das kann auch noch dabei rauskommen. Aber wir haben einen Kalkstreuer da, vollgeladen. Sollte nicht das Problem sein. Bevor wir dann neu ansehen. Wir werden auch beide Felder hintereinander wegsehen, damit wir jetzt nicht immer hin und her fahren mit der Sämaschine. Und, ja. Wie weit ist er denn? Ja, dritte Runde gleich. Ja. Da fehlt Kalk, da muss gepflügt werden und fehlt auch Kalk. Alles klar, wie ist es? Oh, das gibt's doch nicht.
Darf mich nicht ablenken lassen. Dann fahre ich hier mal wogegen. Das ist nicht gut. Das wollen wir nicht. So. Kriegen wir das denn während der Fahrt abgeladen oder passt das gar nicht unter den Hänger hier? Auf dem Hänger. Wir werden einmal drehen. Ah, der fährt hoch. Das habe ich nicht gewusst. Ich dachte, das wäre so flach. Ich habe schon gesagt, ich habe schon ein bisschen Sorge gehabt. Warten wir mal, bis er wieder auf der langen Gerade ist. So lange fahren wir hinterher. Ich hoffe nicht, dass er jetzt in dem Moment voll wird. Liebe Leute, jetzt wird es spannend. Genau, er bereitet schon vor. Perfekt. Passt das? Das passt. Als hätte ich es gewusst. So, abladen, mein Lieber. Nicht zu weit weg. Schon ganz schön parallel fahren hier. So. Eieiei. Das war nicht gut. Echt mal weitergefahren. 74%, ja, da geht ja noch was rein. Das heißt, wir können den Anhänger hier stehen lassen. Und fahren erstmal rüber. So, und zwar zum Ballen sammeln. Dann holen wir uns mal den Frontlader, den Ballenspieß und den Ballentransportwagen. Wie viele Ballen hatten wir denn drauf gekriegt? Ich glaube 20 Ballen auf den Wagen. Bei Stroh. Und Ballen. Ja, ich glaube, diesmal müssen wir auf jeden Fall aber zweimal fahren. Das werden wir mit einer Tour nicht schaffen. So. Wo haben wir denn die den Frontlader? Da steht er. Und rechts daneben ist der Ballenspieß. Den brauchen wir auch. Da hinten sind übrigens die Strohballen. Ach, Moment. Ich habe ja den V-Grab gekauft. Da weiß ich allerdings nicht. Klar, wir können ja auch ein Gewicht mitnehmen. Selbstverständlich. So, den nehmen wir mal mit. Das fahren wir mal hoch. Ein bisschen. Und machen vorne noch ein Gewicht dran. Schwarze hier. Das ist 900. Hier. Das ist 650. Ist das wirklich nur wenig? Ist das weniger? Das sieht doch größer aus. Ja, dann nehmen wir das Glasgewicht natürlich mit 900. Und wir brauchen noch den Ballenwagen natürlich. Na. Heute habe ich es aber mit dem wogegen fahren. Ich weiß auch nicht, was heute los ist. So, da steht er. Die Felgen passend in Glasgrün lackiert. Fand ich, sah ganz gut aus. Auf zur Wiese, wo die Silageballen liegen. Zum Glück ist der Weg ja nicht weit. Ist ja gleich hier vorne rechts und. Eieieiei. Bisschen am Übersteuern hier alles heute. Hm? Langsamer fahren, Leute, langsamer fahren. Muss ich. So, hier haben wir das Feld, beziehungsweise die Wiese. Dann parken wir hier mal einfach. Hm. Wir haben noch einen Strohballen.
Ich wollte noch das Gewicht abkuppeln und das Gewicht nach hinten dran machen. Vorne bringt mir das ja nichts. Kontergewicht wollte ich das haben. So. Den einen Strohballen. Den bringen wir mal gerade schon in die Scheune. Ist der schon mal weg. Und dann ist es auch wieder Zeit, die Folge zu beenden. Ja, Leute, es ist schon wieder soweit. Ich weiß, das hört ihr nicht so gerne. Deswegen sage ich, schaut in die nächste Folge wieder rein. Macht's gut. Lasst mir einen Daumen nach oben da. Abonniert mich, falls ihr es noch nicht schon getan habt. Und bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Ciao.